Ich habe jetzt überlegt, hier einfach so weiter. Mal schauen, ob ich Zeit, ob ich es nicht vergesse, danach nochmal reinzugehen. Macht sie noch 29, auf einmal macht sie fast 300. Zu und lausche der Melodie, es ist besser, du vergisst sie nie. Tja, was haben wir da? Drachenei, cool. Ja, bin 8 zusammen. Können wir zum anderen Tempel gehen.
166.000 Gold. Krasse Zauber. Das Vieh hält sich so zurück. Krass, ey. Treffen, weil Atea dabei ist, oder wie? Musst du jetzt die Tür öffnen? Hinter dieser Tür liegt der geheiligte Raum. Seine konzentrierte Energie stärkt Geist und Seele. Glaubst du wirklich, dass ich dir, dessen Herz schwarz und böse ist, diese Tür öffnen werde? Du hast die Wahl. Öffne die Pforte und lebe oder weigere dich und schmore in den Feiern der Hölle. Du kennst meine Antwort. Ich kann dir die Tür nicht öffnen. Sag mir, wie kann es sein, dass du keinen Widerstand leistest und dich beugst? Hätte ich Widerstand geleistet, so hätte sich dein Zorn gegen die Leute meiner Stadt gerichtet. Ja. Da sieht man einen Schreibfehler vom Spiel. Dies ist eine Sache zwischen uns beiden. Es soll kein unnötiges Blut vergossen werden. Welch großmütiger Entschluss. Doch glaubst du wirklich, dass deine Kräfte den meinen gewachsen sind? Ich weiß es nicht, doch ich weiß, dass deine bösen Taten nicht ungesehen bleiben dürfen. Nicht, Wichser, wenn du deine Kräfte hier einsetzt, dann... Ja, schon wieder. Ihr klebt an mir wie Fliegen am Kadaver. Hüte deine Zunge. Schweigt, diesmal werdet ihr meinen Zorn nicht entgegen. Keine Gnade mehr. Ah, welche Kraft! Was bei allen Göttern der Hölle? Du, der du bist von unreinem Herzen, verschwinde von diesem geheiligten Ort. Diese Kraft, das kann nicht sein. Ah! Weg ist er. Twixer, nein, Twixer! Atea, Twixer, warum hast du das getan? Du wusstest doch, was geschehen würde. Selbst meine Kraft hat nicht gereicht, um Amon zu bezwingen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich werde ihn richten, Twixer, ich verspreche es. Atea, versprich mir, dich um Dupla zu kümmern. Das also war er. Ja, das war Amon. Lasst mich euch begleiten, ich muss das Böse vernichten. Ich habe es gelobt. Ich glaube, wir haben uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Maxim. Hi, ich bin Guy. Mich nennt man Salen. Ich bin Atea. Bist du dir bewusst, dass du im Kampf dein Leben riskieren wirst? Wir kämpfen gegen die Hölle. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Das Böse muss gerichtet werden. Für Twixer und Dupla. Ich verstehe, so sei es denn. Herzlich willkommen. Atea schließt sich endgültig an. So. Dieses Ding gibt es nur einmal im Spiel. Die Wette aller Charaktere haben sich erhört. Charaktere. Ich kann. Ja. Mehr von solchen Dingern gibt es nicht. Und wir können jetzt mal auf dem Weg zurück machen.
So, ich möchte die Truhe haben. Ich war doch schon kurz davor. Bin ich hier richtig? Wo ging's lang? So. Verschaffen wir uns noch einen Überblick. Wo möchte ich hin? Hier will ich hin. Das heißt hier hin. Dahin. Dahin, dahin, dahin. Das ist echt kompliziert hier. Und da war schon falsch. Ich glaube jedenfalls, dass ich dahin wollte. Mal schauen. Jo. So, dann ist hier irgendwo der Schalter. Um zu der Truhe zu kommen. Raketenring gefunden. Raketen schießen, weißt du? Und Atea, der hat immer nichts. Cool, Beweglichkeit nochmal höher. 240. Wollen wir das dann lieber nicht Dingens geben? Ist aber schneller als Maxim. Angehen. Nee, lohnt aber gar nicht. Ich lasse das so, das merke ich. Völlig egal. Das ist Atea immer der Erste. So, jetzt kommen wir hier raus, fluchten. Genau. Atea, wo ist meine Mutter? Es tut mir so leid, ich konnte sie nicht retten. Oh nein! Ich vergib mir. Bitte, ich hab versagt. Atea, Dupla, bitte vergib mir. Konnte dir meine Mutter helfen, Atea? Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich nicht überlebt. Dann war ihr Tod also nicht völlig sinnlos. Nun kann sie wenigstens in Frieden ruhen.